Ja, die Idee, warum wir dieses Label gegründet haben, Wiener Wäsch, die ist eigentlich schon im Jahr 2016 geboren, sage ich jetzt einmal. Da war schon meine Idee, dass man eine hochwertige Kleiderlinie von Wienern für Wiener macht. Und all jene, die es werden wollen, beziehungsweise die eine Affinität zu unserer wunderschönen Stadt haben, und sind dann auch relativ schnell auf den Namen Wiener Wäsch gekommen. Wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass wir in einem, ich sage immer, in einem Freiluftmuseum wohnen in Wien, was den Jugendstil betrifft, und dementsprechend und Otto Wagner natürlich omnipräsent. Was die Logos betrifft, ganz stark am Jugendstil und an Otto Wagners Werk oder Werken haben wir uns da orientiert. Charakteristisch natürlich, wie in allen unseren Logos oder fast allen Logos ersichtlich, die Sonnenblume. So wie wir es in unserem Leitbild schreiben, ist es eine Marke für echte Wiener und alle, die es werden wollen. Natürlich Touristen, die sich quasi nach was Exquisiterem umschauen. Das schönste Feedback, was wir von den Leuten erhalten, ist natürlich, dass sie sich damit identifizieren und dass es in den letzten Tagen, Wochen und Monaten ganz stark dazugekommen, dass sie einfach wirklich von der Qualität begeistert sind und dementsprechend was anfangen können mit der Marke. Das Thema Otto Wagner und Jugendstil hat für mich schon früh angefangen. Ich kann mich erinnern, das Lieblingsplatzl von meiner Mama und mir bei diversen Spaziergängen war oben im 14. die Otto Wagner Kirche. Die hat mich schon damals sehr imponiert und das ist nach wie vor einer meiner, sage ich mal, Magic Places in Wien. Da bin ich sehr gern. Und dadurch habe ich da auch eine richtig emotionale Bindung dazu, ja.